Mit Vorsätzen, also Resolutions und so weiter. Ich war einkaufen, wie ihr sehen könnt. Jetzt restocke ich. Ich bleibe meistens bis um 3 oder so wach. Gestern war ich bis um 6 wach. So schauen meine Haare jetzt aus. Ich wollte euch zeigen, was ich gerade in der Stadt gekauft habe. Hier das erste große Ereignis, nämlich die Europa-Karte. Hallo meine Cuties und willkommen zu einem neuen Vlog und frohes Neues. Es ist heute der 3. Montag und ich bin jetzt erst wieder zu Hause, also obwohl ich bin schon seit 2 Stunden oder so zu Hause und habe halt die ganze Wohnung aufgeräumt, weil ich ja echt lange nicht mehr hier war. Das letzte Mal, wo ich zu Hause war, war glaube ich am 19. oder am 18. Dezember oder so. Das ist ja schon recht lange hin. Ich schneide mir jetzt noch einen Apfel auf, weil ich halt als Jahresvorsatz habe und allgemein meine Jahresvorsätze stelle ich euch gleich mal vor in mein Vision Board etc., dass ich jeden Tag, was ich halt vorher eigentlich auch schon gemacht habe, aber ich wollte halt, wie heute zum Beispiel, hätte ich jetzt nicht nochmal dran gedacht, einmal Obst zu essen, aber ich esse eigentlich schon oft Gemüse und das wisst ihr ja, und Obst auch, aber das jetzt auch ein bisschen strikter zu machen. Vorher habe ich es halt einfach nach, aus Genussgründen gemacht. Aber jetzt sollte ich es wirklich knallhart durchziehen. Jeden Tag mindestens eine Portion Gemüse und eine Portion Obst. Obwohl man mehr essen sollte. Aber ich meine halt so rohkostmäßig als Snack. Weil zu Hauptgerichten oder so hat man ja normalerweise eigentlich schon immer, also ich zumindest, so gut wie immer Gemüse mit dabei. So, genau. Jedenfalls bin ich jetzt wieder zu Hause. Ich bin sehr ready für das neue Jahr. Ich dachte, ich talk mal kurz wieder mit euch seit langem. Und auch ein neuer Vorsatz ist, dass ich mal Vlog wieder komplett durchziehe. Aber ich bin auch gut dabei, würde ich sagen. Und was soll ich sagen? Genau, zum neuen Jahr. Also ich weiß nicht, wie ihr das handhabt mit Vorsätzen, also Resolutions und so weiter. Ob ihr sowas macht oder ob ihr das für unnötig haltet, weil das ist ja nur ein neuer Tag, jeder andere auch. Und man muss sich ja nicht komplett neu entfalten oder entwickeln, was weiß ich. Aber ich sehe es halt eigentlich auch genauso, also in meinem Fall. Ich weiß ja nicht, wie es bei anderen ist. Aber ich mag mich, so wie ich mich die letzten Jahre entwickelt habe, schon ganz gerne und würde das jetzt nicht komplett über Bord werfen und sagen, New Year, New Me. Sondern ich möchte halt auch ein bisschen einfach das, was ich halt aus mir gemacht habe die letzten Jahre, die Person, die ich jetzt bin, einfach ein bisschen festigen. Also durch so größere Ziele, wie zum Beispiel letztes Jahr habe ich mir vorgenommen, jeden Tag mehr zu trinken. Also mindestens 750 Milliliter oder 500 Milliliter habe ich mir, glaube ich, vorgenommen. Und das klingt halt echt wenig, ich weiß. Und ich habe halt vorher wirklich sehr wenig getrunken. Es gab Tage, da habe ich, glaube ich, ein Glas oder so getrunken, weil ich ja nie das Bedürfnis hatte zu trinken. Also ich hatte wirklich, seitdem ich klein war, nie wirklich das Verlangen, also Trinken zu mir zu nehmen. Also nicht wirklich, außer wenn ich halt viel gegessen habe, viel unterwegs war und so weiter. Aber ihr kennt mich, ich bin so gut wie fast immer zu Hause. Und dementsprechend verliere ich auch sehr selten Energie. Und musste deshalb auch kaum was trinken, beziehungsweise halte ich das auch sehr gut aus, weil Durst mir halt nichts ausmacht. Jedenfalls habe ich mich für dieses Jahr dazu entschieden, mir 1 Liter vorzunehmen. Und 1 Liter ist eigentlich schon ganz gut. Und das habe ich heute zum Beispiel schon durch. Ich habe mir aber trotzdem noch eine Teekanne gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Hinter mir. Seht ihr die? Ja, ich habe schon. Genau, für morgen, beziehungsweise auch heute Abend, als ich dann aufwachen Durst habe. Genau, solche Ziele habe ich mir halt vorgenommen, dass ich halt einfach an den Zielen, die ich mir halt damals, also vor einem Jahr gesetzt habe, einfach nochmal erweitere und die ein bisschen, wie soll ich sagen, so, oder halt dieselben Ziele nochmal setze. Ja, die stelle ich euch auch später vor. Aber allgemein bin ich sehr excited, jetzt wieder zu Hause zu sein, weil ich jetzt wieder in meine Routine reinkomme. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil ich sehr lange nicht mehr wieder dieses routinierte Uni-Leben hatte. Also seit 2 Wochen nicht. Ich habe halt während der Ferien nichts zur Uni gemacht gefühlt. Also wirklich mit nicht gefühlt, meine ich halt doch so gut wie gar nichts eigentlich.
Und das muss ich ja jetzt wieder machen. Ich habe mir aber meinen Lernplan angeguckt und allgemein meinen Stundenplan und ich bin eigentlich gut dabei. Also dadurch, dass ich während des Semesters eigentlich viel zusammengefasst habe schon, konnte ich es mir leisten, halt eben in den Ferien ein bisschen auch eben Ferien zu machen. Und das Einzige, was ich nachholen muss, sind halt wirklich die Lernsachen. Also Dinge, die ich halt für die Klausurvorbereitung brauche, aber nicht wirklich so Vorlesungen und Übungen oder so, die ich verpasst habe. Da war ich halt eigentlich immer dabei. Genau, was noch? Nächste Woche ist mein Geburtstag. Da freue ich mich auch schon sehr dolle drauf. Ich habe halt auch eine Wishlist dieses Jahr erstellt und hake die dann halt wahrscheinlich selbst nochmal ab oder wünsche mir die halt von meinen Eltern oder von Leuten, die halt nicht wissen, was sie mir schenken sollen. Aber da sind halt so Sachen drauf wie also so TikTok Viral Products wie das Dior Lip Oil oder so Kleinigkeiten wie so eine Wimpernzange hätte ich gerne, eine neue. Und allgemein möchte ich versuchen, dieses Jahr ein bisschen mehr auf so teure Sachen umzusteigen, anstatt viele Sachen, die ich halt benutze, sind halt eben von Rossmann oder DM. Halt so Drogeriesachen, die ja auch ganz gut sind, aber ich meine, ich habe jetzt auch was so meine Haarroutine angeht, habe ich ja auch jetzt Olaplex und ich bin ja dementsprechend auch auf ein teureres Produkt umgestiegen. Das möchte ich auch versuchen mit anderen Sachen zu machen. Also wie gesagt, meine Wimpernzange, ich wollte eine von Shiseido, heißt glaube ich die Marke, holen, weil die soll richtig gut sein für so Asian Wimpern. Oder, keine Ahnung, also Waschgel ist eigentlich CeraVe ganz gut. Die Ordinary Produkte mag ich eigentlich auch ganz gerne. Vielleicht noch ein neues, eine neue Sonnencreme würde ich halt auch gerne haben. Ja, aber das hat alles gar keine Eile. Das habe ich mir dieses Jahr noch vorgenommen. Und ja, ich zeige euch einfach gleich mein Vision Board und dann wisst ihr mehr. Das sind die Poster, die ich damals in Berlin verloren habe und die Jonas mir jetzt nochmal ins Adventskalender reingetan hat. Nämlich habe ich hier einmal das von Sustrain und das andere auch. Und das hänge ich dann, wenn er wieder da ist, hier auf. Aber ich weiß noch nicht, wie ich die Ordnung anbringen sollte. Aber ich finde, das passt alles super duper an die Wand. Mein Vision Board zeige ich euch jetzt doch erst morgen, weil ich jetzt langsam ins Bett gehen möchte. Also es ist um 1 und ich muss noch meine Pflegeroutine machen. Ich bin komischerweise heute echt müde, wahrscheinlich weil ich halt aufgeräumt habe und mich mal bewegt habe seit Tagen gefühlt. Und das Ding ist, dass wir halt die letzten Tage, Jonas und ich, immer erst um 5 oder um 3 oder so schlafen gegangen sind. Deshalb passt das jetzt eigentlich ganz gut, dass ich mich so fertig fühle. Ich lese dann nochmal ein bisschen was in meinem Buch. Wait. Nämlich lese ich gerade, das habe ich euch, glaube ich, mal in einem Vlog kurz eingeblendet, The Song of Achilles. Finde ich bisher sehr interessant. Also ich bin allgemein ein sehr großer, okay, groß jetzt auch nicht, also ich mag griechische Mythologie sehr, aber ich bin jetzt nicht so ein krasser Fan, dass ich jeden Namen drin lese und mir so gleich denke, boah, ja, ich weiß absolut, was seine Gabe ist oder ihre Gabe ist und wie die Person irgendwie geboren wurde, Halbgott oder Titan, I don't know, aber ich finde es sehr interessant und ich wünsche mir auch seit Jahren schon, ich warte bis auf den Moment, bis Jonas mir das mal endlich schenken sollte, ein Buch mit allen griechischen Göttern und Halbgöttern und allgemein Mythologiebuch, was aber so richtig schön gestaltet ist mit Bildern und nicht nur so geschichtlich, nicht zu viel Text, aber halt so ein richtig hübsches Buch, was auch richtig dick ist, Hardcover. Aber ich interessiere mich auch natürlich für Geschichten über, also so Abwandlungen. Also es ist halt eine Art Abwandlung davon. Es geht halt um Achilles und Patroklos. Die beide sind zusammen auf einer Reise gerade, aber lernen sich gerade erst eher kennen. Also ich bin auch erst bei Kapitel 11 und gerade wird es erst interessant und ich finde es sehr sweet, muss ich zugeben. Auch sehr spannend. Ich lese es auf Englisch und das nächste Buch, was ich lese, auch ein Resolution von mir, das werdet ihr morgen noch sehen,
jeden Monat ein Buch zu lesen. Und das für den nächsten Monat ist es It Ends With Us von, was mit, Holine Cover oder so. Also das soll richtig heartbreaking sein. Das lese ich dann auch auf Englisch. Darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Genau, was soll ich euch noch erzählen? Das war's eigentlich. Ich muss langsam schlafen gehen, weil ich echt fertig bin. Und noch auf TikTok und auf Netflix sein möchte, bevor ich einschlafe. Aber naja, dann hören wir uns morgen. So, meine Cuties. Ich habe gerade meine Wäsche aufgehangen. 2 Ladungen. Es war echt a lot. Also wirklich, no joke, es war echt so viel, dass ich sogar einige Sachen jetzt an meiner Heizung, ich weiß nicht, ob man das machen soll, ich denke, das ist nicht so schlimm, aufhängen musste. Jedenfalls habe ich 2 Amazon-Pakete bekommen und die wollte ich euch mal zeigen. Es ist wirklich nichts Besonderes. Es ist einmal mein Geschenk, das längst überfällig ist, von Jonas zur Prüfungsbeendung. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich habe von Jonas einen pinken Taschenrechner bekommen, einen neuen Casio-Taschenrechner, weil ich benutze seit der Oberstufe den Casio-Taschenrechner von Jonas. Ich wollte meinen eigenen haben und auch einen neueren. Und da habe ich mir den hier ausgesucht. Genau, der hat 276 Funktionen. Easy Menu Function. Ja, und ich glaube, der kann mehr als der alte. Hoffe ich zumindest. Ja, ich freue mich sehr. Den habe ich zugeschickt bekommen. Und dann habe ich mir noch was anderes bestellt. Auch nichts Besonderes, actually. Nämlich ist mein Duschkopf kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade noch gehört habt. Oder ob ich es beziehungsweise schon erzählt habe. Und da habe ich mir einen bestellt bei Amazon, weil ich war halt beim Rewe bei mir in der Nähe. Und der hatte irgendwie gar keine Duschköpfe. Ich dachte, die hätten sowas. Und ich wollte jetzt nicht extra bis, ich weiß nicht, zum Mediamarkt fahren. Oder wo kriegt man denn sowas? Ich glaube eher so bei Mediamarkt, Saturn, Ikea und so weiter. Das ist schon alles ein bisschen weiter weg. Und ich habe ja kein Auto. Und mit Bahn möchte ich eigentlich auch ungern fahren gerade. Deswegen habe ich das bestellt. Der hat, glaube ich, 12 Euro gekostet. Und schaut 1:1 genauso aus wie mein Alter. Ah, aua. Fuck, alles gut. So. Cool, oder? Jetzt bringe ich den mal an, weil selbst ist die Frau. Aber es ist auch nicht so schwer, oder man schraubt das ja nur ein. Wir gucken mal. Ich war einkaufen, wie ihr sehen könnt. Jetzt restocke ich. Beziehungsweise Mittag, beziehungsweise ist es 16 Uhr. Ich frühstücke, Mittagesse jetzt. Nämlich gibt es mir, warte, ich zeig's euch schnell. Tomate Mozzarella mit Balsamico und eine Scheibe mit Käse und eine Scheibe ohne, damit ich das dann mit dem Mozzarella essen kann. Und dazu trinke ich noch einen Matcha und habe gerade schon meine Haare gewaschen. Ich habe heute keine Uni bisher gemacht. Ich weiß nicht, warum? Aber soweit ich weiß, machen das meistens alle so, dass die halt extra früh aufstehen und so weiter, damit sie noch viel von der Sonne bekommen, im Winter zumindest, um zu lernen. Aber ich kann irgendwie, wenn die Sonne scheint, nicht lernen. Also nicht richtig. Ich fühle mich irgendwie so nicht comfy damit, weil ich halt wirklich sehr dolle Nachteule bin. Gestern, also ich glaube, in meinen Vlogs kommt es nicht mehr so gut rüber. Aber ich bleibe halt auch immer meistens, außer jetzt, wenn es wirklich kurz vor der Prüfung ist oder so. Aber ich bleibe meistens bis 3 oder so wach. Gestern war ich bis 6 wach, weil ich halt bis 4 noch Uni gemacht habe und dann halt 2 Stunden noch für mich Freizeit haben wollte. Also Pflegeroutine, habe Olaplex reingemacht und habe dann halt auch noch eine Serie geguckt. Aber ich bleibe halt wirklich sehr gerne lange wach und mir tut das meinem Körper auch, glaube ich, nicht. Also es ist okay, also ich merke jetzt keine Beschwerden oder so. Ich bin wach, ich kann es mir leisten, dadurch, dass es halt online gerade alles ist. Beziehungsweise bin ich gerade eigentlich noch in meinen Ferien. Also wir haben halt noch am Freitag Uni. Aber dadurch, dass bei uns in Sachsen-Anhalt am Donnerstag Heilige Drei Könige ist, ist halt, also morgen, ist halt ein Feiertag. Also, ich hoffe, die hat den morgen auch alles zu. Ich weiß nicht. Jedenfalls, was soll ich sagen? Ja, dadurch, dass ich es mir leisten kann durch Studium und nicht Schule sozusagen,
ist es halt, also komme ich richtig, also fühle ich mich ja nicht wohl damit. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, weil Jonas ist halt auch so jemand, der halt eher früher aufsteht, um noch so viel von der Sonne wie möglich zu haben. Aber ich kann echt gut lernen, wenn ich halt so, wenn es dunkel ist und mich herum nichts passiert, es ruhig ist und ich halt einfach so eine cozy Stimmung habe. Ich weiß nicht, genau. Jedenfalls mache ich mich deshalb erstmal gleich los in die Stadt, weil ich halt noch eine Torte bzw. Cupcakes für meinen Geburtstag bestellen wollte, die Jonas mir schenken will, weil er an meinem Geburtstag nicht da sein kann. Weil er halt, glaube ich, am Dienstag, Mittwoch und am Donnerstag Präsenz hat. Also er könnte halt am Mittwoch, wenn ich ja Geburtstag habe, am 12. Auch schwänzen. Aber dann kommt er gerade so noch über seine Anwesenheitspflicht und das möchte ich jetzt auch nicht. Also so schlimm ist das nicht. Beziehungsweise würde er dann halt am 11. kommen, den 12. für unimäßig das alles schwänzen und direkt am 12. wieder abends fahren, weil am Donnerstag ist halt eine Pflichtveranstaltung bei ihm Präsenz. Und das macht dann halt keinen Sinn, wenn er nur 24 Stunden hier bleibt. Dann habe ich ihm gesagt, dass es halt besser ist, wenn er einfach am Donnerstag kommt, also einen Tag nach meinem Geburtstag, und dann einfach 2 Tage bleibt. Ja, genau. Wir haben ja jetzt so Richtung Prüfungsphase geht es ja gerade wieder. Heißt, Jonas und ich, wir sehen uns wieder monatelang gefühlt so einmal im Monat. So ein Jahrestag wird es wahrscheinlich sein. Also nach meinem Geburtstag werden wir uns das nächste Mal erst an unserem Jahrestag, also an unserem monatlichen Monatstag sehen. So heißt es, ja. Und das ist halt erst 2 Wochen nach meinem Geburtstag. Und dann wahrscheinlich erst wieder an Valentinstag. Und das ist dann halt auch wieder nach 2, 3 Wochen. Und dann vielleicht nach unserem Monatstag. Aber dadurch, dass Februar ist, haben wir keinen. Also unser Monatstag ist am 29. Februar hat 28 Tage dieses Jahr. Und ich weiß nicht, ob wir den dann richtig feiern oder halt einfach nachholen. Mal schauen. Naja, ich bin ja auch in der Prüfungsphase. Aber ja, als kleiner Einwurf nochmal, weil ich ja irgendwie im letzten Vlog meinte, dass ich halt vielleicht noch ab und zu was zur Fernbeziehung sage. Während der Prüfungsphase sehen wir uns gar nicht. Also so gut wie gar nicht. Also das sind gerade Ausnahmen. Sonst haben wir uns unseren Jahrestag eigentlich, also Monatstag eigentlich auch nie gesehen, wenn wir Prüfungen geschrieben haben. Aber ich glaube, diesmal ist es okay, weil Jonas halt seine Prüfung auf April geschoben hat. Heißt, er hat auch keine Semesterferien. Heißt, ich werde den ganzen März einfach, ich weiß nicht, was ich den ganzen März machen soll. Vielleicht, oh mein Gott, vielleicht fahre ich einfach weg oder so. Das wäre doch auch schön, wenn ich alleine wegfahre wieder. Ja, mal schauen. Ja, naja, egal. So, meine Cuties, jetzt föhne ich meine Haare. Aber ich würde euch zeigen, was ich noch benutze. Neben Olaplex, also ihr wisst, benutze ich ja, also ich habe es, glaube ich, in einem vorletzten Vlog oder so erwähnt. Olaplex Nummer 3 über Nacht. 4 für Shampoo, 5 fürs Conditioning. Und dann benutze ich danach noch. Oh, was ist das Öl? Ach hier. Benutze ich danach noch ein Öl. Nämlich das hier, das Kerastaseöl. Elixir Ultime. Huile Original. Das ist so ein Öl, was man, warte, haarveredelndes Pflegeöl für glanzvolleres Haar. Und das habe ich von einer Freundin empfohlen bekommen, von Alice. Die hat das mal benutzt gehabt und meinte, das soll voll gut sein. Und eine andere Freundin von mir, Josephine, die hat das auch zu Hause. Sie fand das jetzt nur so okay, aber es soll voll ergiebig sein. Und ich mache das immer so, man kann das ja entweder direkt aufs feuchte Haar geben, also aufs handtuchtrockene Haar oder aufs komplett trockene. Oh, ich weiß nicht, ob das zu laut ist für euch gerade. Jedenfalls mache ich immer einen Pump aufs handtuchtrockene Haar. Und ein Pump dann aufs trockene Haar. Dann seht ihr gleich mal das Finish. So schauen meine Haare jetzt aus. Ich weiß nicht, ob ihr es so gut erkennen könnt, aber ich finde schon, dass die leicht. Ne, okay, ihr seht es glaube ich nicht, aber die glänzen so ein bisschen. Also die. Seht ihr das, wenn das Licht draufstrahlt? Dann wird es hier so heller. Ja. Aber was mich gerade stört, ist halt mein Scheitel. Das passiert mir richtig oft, dass der halt nicht so mittig wird bei der Wäsche, sondern irgendwie diese Seite hier voll komisch rauskommt. Also es ist immer richtig zufällig. Also ich mache nichts anders bei meiner Haarwäsche. Genau, meine Haare sind richtig glatt durch das Olaplex und durch das Conditioning. Ich lieb's. Ja, mehr mache ich dann nicht für meine Haare und dann hält das schon so. Also ich wasche meine Haare schon alle 2 Tage.
Weil es gibt ja so voll die unterschiedlichen Meinungen, ob man jetzt so seine Haare lange fettig lassen soll oder nicht. Weil wenn man die lange fettiger lässt, also nicht fettig lassen, sondern also quasi den Abstand zwischen Haarwäsche zu Haarwäsche weiter auseinanderhält, dass die dann halt auch nicht so schnell fetten, soweit ich weiß. Also meine Haare werden schon recht schnell fettig, also schon nach 2 Tagen. Und ich benutze halt sehr ungern Trockenshampoo, deswegen wasche ich meine Haare wirklich alle 2 Tage. Und es gibt ja auch halt die Meinung, dass man halt seine Haare oft waschen soll oder so und dass das gut ist. I don't know, damit habe ich mich noch nicht so stark auseinandergesetzt, aber ja, alle 2 Tage passt halt richtig gut für mich. Zu mir, glaube ich, soweit ich weiß, aber ja, so schauen meine Haare jetzt aus. Jetzt ziehe ich mich an und dann geht's los. Ich nehme mich dann mit und dann zeige ich euch die Küchlein oder die Torten, die ich mir angucke. So, meine Cuties, ich wollte euch zeigen, was ich gerade in der Stadt gekauft habe. Ich war kurz bei H&M und habe da ein paar Sachen gekauft. Wait, ich stelle euch mal hier hin. Genau, nämlich habe ich einmal so ein Conscious Pullover von H&M bestellt. Also nicht bestellt, sorry, gekauft. Der schaut so aus. Ich probiere den mal gleich für euch an. Der hat so richtig breite Ärmel. Ich habe den mal auf TikTok gesehen und fand den richtig toll, weil die Ärmel halt eben so breit sind. Und ich fand den voll sweet. Ich habe den in der S geholt. Ich hoffe, der passt, weil ich habe online gelesen, dass man eigentlich lieber eine Nummer kleiner gehen soll. Aber ich glaube, das haben die Leute geschrieben, weil sie halt eher so ein fittigen Pullover haben wollten, aber ich will halt wirklich so ein cozy Oversize Pullover und ich sehe mich darin total in so einer schwarzen Schlaghose, die ich gerade auch anhabe, by the way, oder halt in einem Rock. Ja, das habe ich einmal gekauft. Dann habe ich mir noch einmal so ein Bucket Hat geholt in so einem Teddyfell. Das wollte ich mir eigentlich zum Geburtstag wünschen, aber ich habe halt, wie gesagt, ja eine Wishlist. Ich weiß nicht, ob ich euch das gesagt habe, aber ich habe halt eine Wishlist für dieses Jahr erstellt. Für den Fall, dass irgendwer nicht weiß, was er mir schenken soll. Und unter anderem stand halt auch dieser Bucket Hat auf der Wishlist. Aber ich habe es mir jetzt doch schon gekauft, weil irgendwie fand ich es zu verlockend. Allgemein ist es schon jetzt die 3. Sache oder so, die ich von meiner Wishlist mir selbst gekauft habe, statt dass andere Leute es mir kaufen. Weil ich mag es halt natürlich mehr, wenn Leute mir was schenken, was halt von ihnen auskommt und nicht, was ich ihnen sage. Aber die Wishlist ist, wie gesagt, vorsichtshalber. Und wenn keiner dann drauf zurückgreifen mag, greife ich dann drauf zurück. Und das habe ich denn jetzt schon getan. Ich finde den Bucket mega nice. Also ich weiß, ich finde es ein bisschen groß. Also von Fitting her perfekt. Also ich habe die Größe S genommen. Es gab auch noch M und L. M war mir ein bisschen zu locker. Also es passt perfekt, aber der Bucket Hat ist halt einfach ein bisschen groß, meine ich. Aber ich finde, es schaut voll cool aus. Und man muss sich nur dran gewöhnen. Ich bin halt nicht so ein Kopfbedeckungsmensch, wisst ihr? Also ich trage ja auch Mützen jetzt nicht so oft und musste mich auch sehr doll an den Anblick gewöhnen. Genau, das habe ich mir einmal geholt. Das hat 15 Euro gekostet, das andere hat 20 Euro gekostet. Aber es ist gerade bei H&M auf der Webseite im Sale und das habe ich halt der Kassiererin gesagt, in der Hoffnung, dass sie es mir reduzieren tut. Also das ist halt auch bei Douglas so, dass wenn ihr... Nein. Das ist auch bei Douglas so, wenn ihr online es günstiger seht, obwohl es auch nicht richtig reduziert ist, sondern einfach günstiger angeboten wird oder so, könnt ihr einfach zur Kasse gehen und Bescheid geben und dann reduzieren sie euch das auf den Online-Preis. Und das war hier auch und das ist auch bei Thalia so. Das habe ich erst bei Douglas entdeckt und jetzt mache ich es gefühlt überall. Bei H&M hätte ich nicht gedacht, dass es funktioniert, aber hat es. Warte, ich probiere den jetzt einfach gleich an. So, einen Moment. Der ist echt riesig. Ja. Oh, aber ich finde, der sitzt... Oh, der sieht sehr schön aus. Der sitzt sehr gut. Seht ihr das? Meine Arme. Oh, ich finde den richtig cute. Wait, ich zeige euch den gleich nochmal in der Spiegelperspektive. Ich finde, der sitzt sehr gut. Ich hätte mir den ein bisschen länger gewünscht, glaube ich. Oder doch nicht? Ja, ich weiß nicht. Genau. Jedenfalls habe ich mir dann noch eine Balaclava bestellt. Nicht bestellt, Mann. Gekauft. So schaut die aus, auch in so einem weiß-beige. Und es hat nur 8 Euro gekostet, weil ich wollte es eigentlich auch online, habe ich danach gesucht, aber da war es ausverkauft. Aber hier hatten sie es einfach zufälligerweise doch noch. Ja, so schaut der aus. So schauen die Ärmel aus, voll sweet. I love it.
So vom Weiten. Ja, ich finde, der hätte noch ein bisschen vorne länger sein können. Aber an sich passt der schon recht gut. Also, ich beschwere mich jetzt nicht wirklich. Also, zu lang wäre mir halt auch ein bisschen zu kleidhaft. Also, das ist eigentlich ganz gut, weil dann sieht man ja noch den Rock. Nee, nee, ich bin zufrieden damit. So, meine Kiddies, wie ihr merkt, nehme ich meine Resolution, mehr zu filmen, ziemlich ernst. Und ich channel gerade auch meine Winter-Wie, die halt viel einfach nur redet und zeigt, was sie unimäßig macht, aber eigentlich eher viel redet. Und ich hoffe, es gefällt euch, dass ich wieder aktiver bin. Ja? Geht das so? Ja. Genau. Jedenfalls wollte ich euch ja noch meine Resolutions bzw. mein Vision Board zeigen. Ohne Momento. Und das mit euch so durchgehen. Weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, also wenn ich meine Ziele und meine Visions so teile mit Menschen, beziehungsweise die ich ausspreche, dann manifeste ich es auch ein bisschen mehr, als wenn ich es einfach nur für mich behalte. Also wenn ihr euch wundert, warum ich das so preisgebe. Genau, jedenfalls ist das mein fertiges Vision Board. Ich gebe euch mal 1-2 Sekunden, um das zu appreciaten. Ja, das reicht, oder? Dann könnt ihr eigentlich auch pausieren. Genau, auf dem ersten Bild hier oben seht ihr Menschen, die Händchen halten und Kaffee trinken. Das soll ein bisschen so meine Beziehung mit Jonas demonstrieren, dass ich die manifeste. Ich weiß nicht, weil wir ja auch jetzt am 29. immer diese Dates machen und deswegen habe ich das so mit eingebaut. Dann natürlich Spanisch, as always. Daran möchte ich dieses Jahr weiterhin arbeiten. Dann haben wir das nächste Bild. Das ist dieses Cleaning-Bild. Ich möchte versuchen, meine Wohnung... Also ich putze ja viel, das wisst ihr ja eigentlich schon jeden Montag. Aber manchmal neige ich jetzt schon dazu, einfach Dinge unaufgeräumt zu lassen. Also ich mache viele Dinge so, dass ich die benutze und dann lasse ich die einfach dort stehen oder liegen. Und dann räume ich halt alles auf einmal auf. Und das möchte ich vielleicht ein bisschen mehr reduzieren, sondern immer gleich schon aufräumen, damit ich nicht immer einen ganzen Sonntag einfach nur mit Aufräumen verbringe. Dann das nächste ist so ein Büro, glaube ich. Ja. Das soll ein bisschen Praktikum, allgemein Arbeiten demonstrieren. Ja. Dann habe ich hier ein Matcha. Ich möchte versuchen, ein bisschen weniger Kaffee zu trinken, ein bisschen Matcha mehr. Dann haben wir hier das erste große Ereignis, nämlich die Europakarte. Warum? Weil Jonas und ich, also Jonas schenkt es mir zum Geburtstag, nämlich wollten wir zusammen im Sommer, weil das letzten Sommer ja auch so gut lief mit Corona, dass es halt schon möglich war zu reisen viel, wollten wir einfach eine Europareise zusammen machen. Sweet, oder? Warte, mich stört mich das noch ein bisschen, also wie, ja, so. Genau, wir wollten halt so ein bisschen ein paar Städte abklappern mit Interrail-mäßig, so auf dem Vibe. Vielleicht auch fliegen, weil ich weiß nicht, ob ich halt so 12 Stunden im Zug fahren kann. Also das lassen wir uns noch ein bisschen offen. Aber das geht ja alles voll fit. Also ich habe ganz groß auf meiner Liste natürlich Italien, die typischen Städte. In Rom war ich ja noch nie, Mailand waren wir halt schon zusammen. Venedig war ich schon und Verona auch, aber Jonas war da halt noch nie. Also wir gucken dann mal, was wir davon machen. Genau, dann halt natürlich auch Wien, Österreich wollten wir auch schon immer gerne machen. Frankreich wahrscheinlich wieder, aber diesmal vielleicht auch mal Nizza oder so Marseille oder so. Halt irgendwas ein bisschen mehr in der Provence, I don't know, solche Sachen. Dann Portugal ganz sicher, Lissabon und Porto und dann natürlich auch Spanien mit Madrid und Barcelona. Dann auch, ich weiß nicht, also ob wir mehr wollen. Kann sein, dass wir vielleicht noch London mit reinnehmen oder so. Aber Skandinavien lasse ich da jetzt erstmal raus, denke ich mal, weil das halt voll der Umweg ist da hoch. Also Skandinavien hebe ich mir, glaube ich, so noch komplett auf. Wer weiß, also wenn wir vielleicht fliegen, dann schon, aber I don't know. Also ich guck mal. Jedenfalls, das haben wir uns vorgenommen für den Sommer, weil Jonas hat zum ersten Mal seit Ewigkeiten Ferien, weil er sein Pflegepraktikum schon fertig hat. Und er macht halt dann nur einen Monat Formatur in den Sommerferien. Und ich
weiß noch nicht, ob ich halt ein Praktikum mache oder nicht. Eigentlich wäre es schon praktisch, aber ich würde halt auch gerne so eine Europareise machen, you know? Also für einen Monat oder so. Genau, dann haben wir hier ein Kopftuch, Avocado und Tomaten. Das soll so ein bisschen Home Cooking repräsentieren, weil ich halt echt sehr selten gekocht habe, das letzte Jahr über zur Prüfungsphase zum Beispiel. Also da habe ich wirklich nur bestellt und ich koche eigentlich schon gerne, aber es ist halt immer voll kacke, wenn Leute nicht da sind, mit denen ich kochen kann oder essen kann, weil ich esse halt mein Essen kaum auf und dann esse ich 3 Tage am Stück einfach dasselbe, also so Spaghetti Bolognese oder so hatte ich letztes Mal 3 Tage lang am Stück und das ist halt schon ätzend. Dann haben wir hier Buch und Flieger. Das soll ein bisschen Auslandssemester demonstrieren, weil ich plane ja gerade mein Auslandssemester. Das Ding ist, wo und wohin es geht und wann ist eigentlich klar im Winter 2022, 2023 und wohin, das erzähle ich euch mal irgendwann extra nochmal, wenn ich das ein bisschen alles fertig outgefigured habe. Dann haben wir in der Mitte so ein Mädchen, was so einen Fahrplan läuft. Das soll darstellen, dass ich halt ein bisschen mehr spazieren gehen möchte, aber auch alleine. Ich habe mir nämlich vorgenommen, jetzt wöchentlich jede Woche einmal spazieren zu gehen. So 10.000 Schritte oder so. Das sollte reichen. Dann haben wir hier ein Text mit Make Yourself Proud. Das soll ein bisschen darstellen, dass ich mich halt stolz machen sollte und nicht versuchen, andere stolz zu machen, sondern wirklich meine Priorities so setzen soll und I don't know, halt einfach, you know, also ich weiß nicht, ich neige auch ab und zu dazu, es anderen recht machen zu wollen, obwohl ich es nicht wirklich selber möchte, so Ziele oder so, die, von denen ich denke, dass ich die halt brauche oder so, obwohl ich die nicht wirklich für mich möchte, ja, daran wollte ich mich erinnern. Dann haben wir hier einen pinken MacBook, so angedeutet, seht ihr das? Das wünsche ich mir zum Geburtstag von meinen Eltern. Dann haben wir hier Supplements, Skincare, also das muss ich euch jetzt nicht erklären, oder? Dann haben wir hier einen Podcast, also weil ich halt jede Woche auch einen Politik-Podcast hören möchte, damit ich ein bisschen mehr up-to-date bleibe. Hier wieder ein Quote. You attract what you are ready for. Ja, also dass ich halt von Enttäuschungen nicht wirklich enttäuscht sein möchte, weil es ja vielleicht auch nur temporär ist. In dem Sinne, dass wenn ich zum Beispiel, weil ich mich halt tatsächlich, hier seht ihr zum Beispiel die Humboldt bin, ich habe mich tatsächlich beworben für Berlin, für einen Uniwechsel, auch irgendwie Studiumwechsel, weil ich studiere gerade International Management. Und das bieten die ja an der HU und FU nicht an. Und ich dachte, ich bewerbe mich einfach mal für BWL fürs vierte Semester, also Sommersemester 2022 und gucke, ob ich angenommen werde. Ich habe es euch bisher noch nicht erzählt, aber ich habe es auch nicht so vielen erzählt. Halt schon ein paar Freunden, damit ich halt so ein bisschen mehr es manifesten kann. Aber es ist halt schon ein ganz, ich weiß nicht, schwieriges Thema, weil ich würde halt schon gerne angenommen werden. Und alles auch übernommen, also so, dass halt alles auch übernommen wird, weil ich habe ja viele Module, die halt auch BWL relevant sind und die auch dort an der HU und FU angeboten werden, wo ich halt vielleicht die Credits übertragen bekomme. Aber ich weiß echt nicht, wie die Wahrscheinlichkeiten liegen und ich möchte mir halt auch keine falschen Hoffnungen machen oder andere schon so sagen, hey, ja, ich ziehe vielleicht nach Berlin, bla bla, und dann fragen sie mich halt die ganze Zeit, das ist halt schon ein bisschen unangenehm, aber halt, es ist mir wert, so wisst ihr. Ich möchte es halt schon manifesten. Und ich werde es halt wahrscheinlich erst im Februar, also Ende Februar, erfahren. Und ich bin wirklich nervös. Aber wenn ich über das Thema rede, bin ich, also, da schiver ich schon ein bisschen zusammen. Warum ich halt eigentlich wechseln möchte, ist halt einerseits, weil die HU und die FU beide als, also ich weiß nicht, eine Uni bietet als Wahlmodul an, die andere Uni als ganzes Semester. Dass man ein Praktikum machen kann, ein Pflichtpraktikum, was halt echt nice ist, weil viele, also die ich halt recherchiert habe, ich weiß nicht, ob es wirklich viele sind, aber das, was ich halt gesehen habe, stellen halt lieber Leute ein, die ein Pflichtpraktikum vorweisen können, also das wirklich von der Uni als Pflichtpraktikum gilt und das in der Studienverordnung steht und so weiter. Das gilt dann halt auch so ein halbes Jahr oder so und das wäre halt schon nice, wenn ich das halt mit in meinem Studium ein
beziehen kann, weil die Praktika, die ich jetzt halt immer mache, also machen würde, von Magdeburg aus, von der OFGU aus, werden dann halt selbst organisiert und, also okay, Pflichtpraktikum ist eigentlich auch selbst organisiert, aber wisst ihr, was ich meine? Es ist halt dann außerhalb vom Semester und da habe ich halt in den Ferien immer nur so 2 Monate oder 3 Monate Zeit und das ist halt echt wenig. Deshalb, das war ein primärer Grund. Dann halt auch die Tatsache, dass ich eh nach Berlin möchte, auch im Master sowieso. Aber ich dachte mir halt so, also wenn ich alles übertragen bekomme, ich angenommen werde, dieser Praktikumsaspekt da ist, so warum nicht? So warum sollte ich nicht einfach jetzt schon nach Berlin ziehen? Jonas wollte eh umziehen am liebsten. Dann dachten wir uns, okay, vielleicht könnten wir sogar zusammenziehen, das wäre ja echt praktisch. Und sonst ist es halt einfach so ein Gefühl, was ich halt hatte. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich könnt in Berlin, also nicht glücklicher sein, aber ich bin ja jetzt auch sehr glücklich. Ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Studium, daran liegt es halt nicht. Aber irgendwie hat es mich halt so zu dem Gedanken so hingezogen. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Aber wenn es nicht klappt, wäre es auch okay. Dann mache ich ja mein Auslandssemester ganz normal im Winter 2022, 2023 von der OFGU aus. Und ich mache dann halt die letzten 4, 5, 6, 3 Semester. Und das wäre halt eigentlich auch nicht so schlimm. Es sind wirklich nur 1,5 Jahre, die ich dann halt später erst in Berlin bin. Aber wenn es sofort klappen würde, wäre es halt auch echt nice. Genau, dann haben wir hier Kaffee und Buch. Kaffee, also ich versuche schon weniger Kaffee zu trinken, aber ich mag Kaffee eigentlich schon ganz gerne. Und Buch, weil ich jede Woche, also jeden Monat versuche, ein Buch zu lesen, wenn nicht sogar vielleicht mehr. Dann Dream, Plan, Do. Ja, ich träume zum Beispiel davon, in Berlin zu studieren. Deswegen plane ich, indem ich mich bewerbe und mich informiere. Und dann mache ich es auch. Und bezogen auf andere Sachen. Aber ich muss zugeben, für 2022 habe ich nicht wirklich Träume. Also ich habe halt vieles, was ich halt geträumt habe, schon umgesetzt. Beziehungsweise, ich weiß nicht, das mit YouTube mache ich jetzt schon seit 2020 und da versuche ich jetzt nicht noch mehr zu machen, also TikTok oder so will ich jetzt nicht krass größer werden oder Influencer möchte ich eh nicht werden so richtig. Ja, ich weiß nicht, was so Träume sind, ja, die man noch verwirklichen kann, aber vielleicht ist 2023 dann halt das Jahr für mehr Träume, aber ich fühle mich gerade ziemlich wohl mit dem, was ich erreicht habe beziehungsweise was ich gerade mache und ich will die Sachen einfach nur noch besser machen, die ich schon angefangen habe, anstatt jetzt noch neue Dinge hinzuzufügen. So fühle ich mich zumindest gerade. Deswegen ist mein Vision Board auch so ein bisschen eher clean und auch nicht so interessant, auch nicht so spektakulär oder so. Es sind einfach wirklich Dinge, die ich halt letztes Jahr auch schon gemacht habe, aber halt letztes Jahr erst angefangen habe und dieses Jahr so, genau, weitermache und versuche zu verbessern. Dann natürlich Vloggen. You can be a good person with a kind heart and say no. Das ist auch noch ein sehr wichtiger Quote für mich, weil ich schon sehr großer People-Pleaser bin und sehr schwer Nein sagen kann. Aber das möchte ich mir halt angewöhnen, weil ich merke, ich habe das letztes Jahr zum Beispiel schon sehr oft durchgezogen, aber ich will es halt dieses Jahr wirklich aktiver durchziehen, wenn ich auf etwas keine Lust habe. Und die Reaktion der Menschen war meistens eigentlich voll in Ordnung. Also es hat den meisten Menschen nicht mehr wirklich wehgetan bzw. gejuckt, dass ich halt abgesagt habe oder nicht konnte oder nicht wollte oder so. Deswegen versuche ich mir das ein bisschen mehr so in den Kopf zu setzen. Dann halt natürlich Yoga. Mache ich ja schon seit letztem Jahr, Wintersemester. Dann natürlich Study. Trinken, viel Tee trinken. Dann Beautiful Things Happen When You Distance Yourself From Negativity. Das ist auch noch sehr wichtig. Das habe ich letztes Jahr nicht so oft gemerkt tatsächlich, dass mich negative Energie schon stark runterzieht, aber tut es. Deswegen möchte ich es vielleicht versuchen, you know, zu minimieren. Dann natürlich mein Klavier. Ich will Klavierstunden nehmen. Ich habe ja mein Klavier dort hinten stehen, das steht einfach nur rum. Ich möchte mal langsam anfangen. Dann dieser Special Room hier. Der steht tatsächlich für Therapy. Also jetzt kein großes Ding, mir geht's gut, alles gut. Mentally geht's mir wirklich schon gut, aber ich möchte halt einige Dinge aus meiner Vergangenheit halt einfach aufarbeiten. Und das habe ich halt bei meiner ersten Therapie, also für die, die neu sind. Ich habe halt 2020, ja, ich glaube 2020 war das, für ein halbes Jahr war ich in Therapie aus Gründen, die ich bisher immer noch nicht erzählt habe, will ich auch immer noch nicht.
weil es halt auch ein bisschen zu fresh ist, meiner Meinung nach. Und es hat mir sehr geholfen, aber ich hatte kaum Zeit über, also mehr in die deepende Ebene, also noch tiefer zu gehen, in die Vergangenheit oder so, sondern habe halt sehr viel über die Gegenwart geredet. Deshalb möchte ich das noch ein bisschen stärker, you know, nicht manifesten, sondern wie soll ich sagen, will ich das so mehr in Angriff nehmen. Genau. Dann give yourself the same love that you give everyone else. Wie gesagt, ich, People Pleaser, gebe viel Liebe. Ich gebe mir selbst eigentlich, also ich habe gar kein Problem mit Self-Love oder mit so, ich weiß nicht, so mit so meinem Äußeren oder so. Gar nicht. Also ich zweifle kaum an mein Äußeres oder an meinem Charakter. Wirklich gar nicht. Ich habe da eher so einen Gottkomplex. Aber was halt eher so ein Ding ist, ist, dass ich halt auf das mit dem Nein sagen, dass ich halt versuche, einfach mehr auch auf mich zu achten und mich mehr auch aufzubauen und nicht nur ständig andere Leute aufzubauen. Aber eigentlich kriege ich das schon gut hin. Also ich, nee, na doch, eigentlich, ja. Und Tattoos natürlich. Ich möchte neue Tattoos haben. Ja, das ist mein Vision Board. Das ging jetzt auch sehr lange. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber ich glaube, ich filme die nächsten Tage ein bisschen weniger, weil sonst wird es wirklich ein 40-Minuten-Vlog. Und ich weiß nicht, ob ich so viel schneiden möchte. Genau, mehr wollte ich euch nicht erzählen. Jetzt mache ich Uni um, scheiße, es ist schon 20.42 Uhr. Ich muss noch zwei Vorlesungen gucken und dann bin ich verabredet mit Freunden online zum Spielen. So, ja.